Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Isa und heute gibt es meinen Lesemonat für den März 2024. Für euch habe ich heute zwei Romane, zwei Graphic Novels und ein Sachbuch. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann bleibt auch sehr gern dran. Den Anfang macht von Katharina Gräfe die letzten 23 Tage der Plüm. Es geht hierbei um die Plüm, das sind diese kleinen Kreaturen, die ihr hier seht. Und sie sehen einen roten Punkt am Himmel und wissen, dass dieser Punkt in 23 Tagen auf ihren Planeten krachen wird. Und es geht darum, wie die Plüm diese 23 Tage erleben. Und es ist unheimlich witzig. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es kommt auf der einen Seite so ein bisschen hoffnungslose Untergangsstimmung durch. Dann geraten unsere Plüm teilweise in wilden Aktionismus und wollen irgendwelche Sachen ausprobieren, die sie rettet. Oder sie sind eben beides und probieren irgendwas aus, weil es ja jetzt eh egal ist. Die Plüm sind zwar diese lustigen Wesen hier vorne drauf, aber manchmal ähneln sie den Menschen doch sehr. Und es ist eine Graphic Novel, die auf der einen Seite ganz ulkig ist und auf der anderen Seite aber auch sehr viel Wahrheit spricht. Und ich fand, es war einfach eine sehr, sehr spannende Graphic Novel. Ich fand das Format auch einfach großartig. Ich fand es auch schön, wie man auch wirklich nach und nach sieht, wie sich der Planet verändert, beziehungsweise wie unser roter Punkt näher kommt, wie sich unsere Charaktere verändern. Und ja, es ist einfach eine Welt für sich und ich finde, wenn man Graphic Novels mag, dann sollte man hier unbedingt mal zugreifen. Es ist einfach herrlich komisch. Aber gleichzeitig steckt hier auch eine gewisse Prise an Kritik hinter und ja, also sehr, sehr lesenswert, kriegt von mir 5 Sterne. Dann habe ich im Zug nach Leipzig A wie Ada von Dilek Güngör gelesen. Ich hatte es eigentlich gelesen in der Hoffnung, dass ich vielleicht Dilek Güngör auch treffe auf der Leipziger Buchmesse. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich hätte es mir unheimlich gern signieren lassen. Ich habe von Dilek Güngör jetzt schon insgesamt hier mit 3 Bücher gelesen. Fand sie alle sehr gut. Okay, das ist vielleicht sogar schon Spoiler. Also das hier hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es geht hierbei um Ada. Ada ist eine Frau mit Migrationshintergrund und wir erleben verschiedene Stadien, verschiedene Szenen in Adas Leben. Teilweise ist sie noch ein Kind, mal eine Jugendliche, mal auch eine Frau mittleren Alters. Es ist sehr fragmentarisch geschrieben. Die Kapitel sind auch oft sehr, sehr kurz. Das heißt, manchmal haben wir ja auch eine leere halbe Seite stehen. Daher auch etwas experimenteller. Aber obwohl wir hier nur so kurze Sequenzen erleben, kommt doch sehr viel mehr als das rüber und es bildet sich wirklich ein sehr einprägsames Bild, ein sehr schmerzhaftes Bild. Auch schwarzer Humor kommt hier drin vor. Es ist irgendwo eine typische Dilek Güngör. Es ist ihr typisches Thema, aber es ist einfach nochmal anders erzählt mit anderen Foki. Und ja, alles in allem habe ich es wieder sehr genossen. Ich glaube, Ich bin Özlem bleibt mein Lieblingsbuch von Dilek Güngör. Nichtsdestotrotz hat es mir gut gefallen. Ich würde dem Ganzen so ungefähr 4,5 Sterne geben. Einfach, weil ich finde, dass es zwar irgendwo schon sehr gut gelungen ist, aber ihre anderen Bücher noch mal ein bisschen mehr Tiefe haben. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr lesenswert. Und wenn ihr Dilek Güngör bisher gemocht habt, werdet ihr sicher auch A wie Ada mögen. Der zweite Roman, den ich im März gelesen habe, hat auch das Thema Migration. Und das ist Ein schönes Ausländerkind von Toxische Pommes. Toxische Pommes macht ja TikTok, Instagram, sowas. Und sie macht da öfter mal gesellschaftskritische Videos. Sie ist eigentlich Juristin, aber in ihren Videos geht es auch immer wieder um das Thema Migration, um Klischees. Und ich finde ihre Videos richtig toll. Und sie hat jetzt einen Roman geschrieben. Doch anders als ihre Videos ist dieser Roman ziemlich ernst. Also klar, hinter ihrer Kritik und ihrer Satire steckt natürlich auch viel, viel Ernstes. Aber hier ist das Ganze nicht unter dem Deckmantel des Lustigen und des Lachens, sondern eben ja, ein autobiografisches Buch. Und es geht hierbei um die Migration ihrer Familie nach Deutschland, die vor dem Krieg geflohen sind
und nach Österreich gekommen sind und wie sie dort aufgenommen wurden und was das mit der Familie gemacht hat. Mit dabei sind ganz typische Szenen aus der Schule, aus dem Familienalltag oder auch eine lange Autofahrt in die Heimat im Sommerurlaub. Und ja, ich fand es unheimlich toll erzählt. Also auch hier haben wir natürlich auch ab und an schwarzen Humor, aber alles in allem ist es eine Geschichte, die relativ ernst, aber auch ehrlich erzählt wird und ja, die auch transportiert, was für ein Schmerz eigentlich dahinter steckt. Also wie sich der Vater zum Beispiel auch durch die Migration verändert hat, während die Mutter versucht hat, die Familie irgendwie zu ernähren. Und ja, was das eben auch mit der Familie und der Rolle der Tochter gemacht hat. Und alles in allem wirklich ganz, ganz toll. Der Prolog hat mich schon total gepackt, denn im Prolog ist unsere Protagonistin erwachsen, während wir danach aber in ihre Kindheit und Jugend einsteigen. Und ich finde, der Aufbau der Geschichte, der macht wirklich unheimlichen Spaß zu verfolgen. Es ist wahnsinnig spannend geschrieben und ja, ich fand es irgendwie sehr anschaulich. Also es hat mich sehr mitgerissen. Ich habe schon an anderer Stelle gehört, dass manche vielleicht hier ein bisschen Tiefe vermisst haben, aber mir ist es nicht unbedingt aufgefallen. Also ich bin einfach so mit dem Buch mitgeflogen und fand es ganz großartig. Also das war, glaube ich, auch einfach mein Highlight aus diesem Monat. Und ja, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, mal reinzulesen. Dann habe ich noch ein Sachbuch für euch, und zwar Feel Good Productivity von Ali Abdaal. Produktiv sein ohne Stress und mehr vom Leben haben. Ali Abdaal hat Medizin studiert, hat dann eben auch als Assistenzarzt gearbeitet. Und das ist irgendwo auch die Präposition dieses Buches, also dass er sagt, dass er da einfach einen Punkt hatte, an dem er einfach nicht glücklich mit seiner Arbeit war und auf der anderen Seite mit der Frage konfrontiert war, wie er das eigentlich alles schaffen soll. Und er hat sich aber auch ein zweites Standbein aufgebaut, indem er eben einen YouTube-Kanal hat oder hatte und sich mit dem Thema Produktivität beschäftigt hat. Und ja, seine Ergebnisse, die lesen wir hier in dem Buch. Also es ist ein populärwissenschaftliches Buch, das aber auch sehr viele persönliche Züge mit drin hat. Also er spricht hier sehr oft auch von seinen eigenen Erfahrungen und setzt das dann aber auch in Relation mit den Studien und allem, auf das er sich hier bezieht. Und das Ganze ist jetzt auch kein Kochrezept, wie man jetzt unfassbar glücklich und produktiv wird, sondern es ist im Grunde eine Sammlung, was es alles für Erkenntnisse gibt, was man tun kann, um glücklicher mit dem zu sein, was man da tut. Und ich fand es unheimlich spannend, dass es ein relativ breites Feld ist. Es geht um verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen, und es geht darum, wie man diese verwirklichen kann. Und das fand ich unheimlich spannend. Der Autor war mir auch ziemlich sympathisch, also gleich am Anfang spricht er über World of Warcraft, während er gleichzeitig ein Experiment, denn das Buch, das spricht quasi in Experimenten, also verschiedenen Dingen, die zum einen als Studie erprobt wurden, aber die man eben auch selber ausprobieren kann. Und da spricht er direkt über World of Warcraft. Und das ist das Kapitel, sich einen Charakter aussuchen, aber gleichzeitig legt er einem ans Herz, nicht am nächsten Tag als Goblin ins Büro zu gehen. Und ja, also irgendwie hat es total meinen Nerv getroffen. Es ist natürlich eine ganze Menge. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man dieses Buch beendet hat, ist es ganz normal, erstmal erschlagen zu sein. Aber auf der anderen Seite kann man sich eben auch die ein oder andere Sache rausnehmen, bei der man sagt, ich glaube, das hilft mir jetzt am meisten. Und dann probiert man das einfach aus. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ein paar Sachen sind mir auch aufgefallen, wo ich mir sagte, okay, das mache ich heute schon, das passt also. Aber hier sieht man dann doch nochmal etwas bewusster, was man da tut und was das mit der eigenen Arbeit, aber auch Lebenseinstellung macht. Denn was sicher auch ganz, ganz wichtig ist, es geht hier nicht nur um Arbeit. Und ja, alles in allem wirklich richtig, richtig toll. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ich würde dem Ganzen ungefähr 5 Sterne geben. Ich habe das sehr, sehr gern gelesen und es wird mich sicher auch noch eine Weile begleiten. Und das allerletzte Werk für heute ist Weg oder Weg von Rina Joost. Und ja, ob es jetzt Weg oder Weg ist, lässt sowohl der Klappentext als auch die Graphic Novel offen. Es geht hierin um ein depressives Mädchen, das verschwindet, also es versinkt einfach in seinem Bett und
Die Schwester des Mädchens versucht es, da wieder rauszuholen. Das Ganze führt auf eine surreale Reise durch das Thema Depression. Also das wird auch vorne als Trigger angemeldet. Und ich finde aber auch, dass es sehr, sehr schön und anschaulich aufgemacht ist. So schön und anschaulich, wie es eben sein kann. Und ich finde, es wurden schöne Bilder dafür verwendet, die auch passen. Und ja, die vor allen Dingen nicht beschönigen und auch nicht zu stark vereinfachen. Also diese Graphic Novel ist und bleibt auch ein wenig komplex. Und das habe ich aber auch sehr daran genossen. Und ich muss sagen, dass es mir wahnsinnig gut gefallen hat und dass ich sie euch echt empfehlen kann. Und ja, sehr viel mehr möchte ich euch dazu auch gar nicht erzählen. Ich glaube, wenn man zu viel erzählt, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so überraschend und spannend, das alles zu lesen. Aber wenn es euch interessiert, kann ich echt nur sagen, schaut mal rein und lest diese Graphic Novel, sie ist echt gut. Ja, und damit sind wir wieder am Ende von einem Lesemonat, der echt erfolgreich war. Vielleicht nicht von der Anzahl der Bücher, wobei für manche Leute sind 5 Bücher, glaube ich, sehr, sehr viel. Aber alles, was ich gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen und da bin ich echt happy drüber. Ich glaube, dieses Jahr hatte ich noch keinen einzigen Flop. Bisher ist 2024 wirklich ein sehr, sehr schönes Lesejahr. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr das verfolgt. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann drückt mal, ich glaube hier unten oder hier unten, auf den Abonnieren-Knopf. Gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, das hilft mir sehr. Und ja, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute und bis dahin. Tschüss!